Hierapolis war eine griechische Stadt in der antiken Landschaft Phrygien in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Die Geschichtsschreibung geht davon aus, dass die Stadt eine hellenistische Neugründung der Könige von Pergamon war. Sie beherrschten seit 193 v. Chr. Das Gebiet. Die Blütezeit von Hierapolis dürfte die frühe Kaiserzeit des 1. bis 3. Jahrhunderts nach Christus gewesen sein. In dieser Epoche entstanden unter anderem die Staats- und die Handelsagora, Foren, Thermen, Theater, Nymphen, Tempel, Ehrenstätten und Stadttore. Heute sehen wir zwar nur noch die Ruinen, aber der Ort erlangte, wie gesagt, unter römischer Herrschaft im 3. Jahrhundert nach Christus Berühmtheit. Der Grund war nicht nur das Thermalwasser, sondern auch eine schaurige Geschichte oder Legende. So vermutete man hier ein Tor zur Unterwelt, denn immer wieder starben Tiere aus scheinbar unerklärlichen Gründen. Pamukkale war bereits im Altertum berühmt für die warmen Quellen, deren Wasser unterhalb von Hierapolis die weißen Kalk-Sinter-Terrassen entstehen ließ. Ihr Wasser war für die ansässige Wollindustrie von Wichtigkeit. Die Verarbeitung von Baumwolle und der damit verbundene Textilhandel waren die Basis für den Wohlstand der Stadt, ebenso die Nagel- und Kupferschmiede. Die Sinter-Terrassen sind ein fast einzigartiges Naturphänomen und sind deshalb ein starker touristischer Anziehungspunkt, der nur wenige Meter von der antiken Stätte entfernt ist.